Guten Morgen und herzlich willkommen in Offenhausen. Der heutige Sonntag, der die Zeit vor der Passionszeit einläutet, stellt mich vor eine Herausforderung. Es geht nämlich darum, dass wir Jesus nachfolgen und bemerken, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten als in unserer Welt. Der Wochenspruch macht es deutlich. Er steht im Buch Daniel und heißt: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ja, wir vertrauen darauf. Und es ist die große Hoffnung, dass wir bei Gott diese Gerechtigkeit erfahren. Wir merken, in der Welt geht es nicht gerecht zu. Es gibt die Starken und es gibt die Schwachen und es gibt sehr, sehr viel Leid. Und da haben wir in unserem Gerechtigkeitsbedürfnis eben dieses ganz starke Gefühl, dass es so nicht bleiben kann. Und so wird es auch nicht bleiben, das ist ganz klar. Aber so wie Gott diese Situation lösen wird, wird es anders sein, als wir uns das vorstellen. Ich glaube nicht an eine Hölle oder ein Fegefeuer oder an die ganzen bösen Lampen. Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade und vor allem auch Gottes Gerechtigkeit funktioniert anders als unsere. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. In unserem letzten Gottesdienst in der Studierendengemeinde in Erlangen, da ging es darum, dass jeder von uns gesegnet ist und dass auch jeder von uns für andere zum Segen werden kann. Im Nachgang kam dann jemand zu mir und hat gefragt, ob es denn nicht auch möglich wäre, Menschen wieder zu entsegnen, die dies nicht verdient hätten, Putin zum Beispiel. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht. Alle Menschen sind gesegnet, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wollen. Aber wir alle sind Menschen und wir alle sind Kinder Gottes. Und auch wir alle werden zu Gott kommen und uns wieder in die Augen schauen und es auch können. Das ist mein Verständnis davon, dass Gott das irgendwie schafft, dass eine Fairness herrschen wird. Auf seine Art und Weise, die ich als Mensch einfach nicht verstehe oder nachvollziehen kann, das kann ich nicht. Aber es wird gehen, denn bei ihm gelten andere Maßstäbe und die fordern mich richtig heraus. Heute singen wir ein Lied, in dem das auch Thema wird. Das heißt, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und in der letzten Strophe, da heißt es, noch verbirgt die Dunkelheit das Licht und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen und dann werden wir den Vater sehen. Ja, wir alle. Feinde staub, und dann wir, weil ihr uns Hoffnung gab.
Herr steht schon vor der Tür. Herr, du kommst, wir danken dir dafür. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Doch verbirgt die Dunkelheit des Lebens. Noch sehen wir den Himmel nicht, doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen, und dann werden wir den Vater sehen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht, die Gott lieben werden sein. Seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer an der Studierendengemeinde in Erlangen.